Gestern Nacht und gestern Morgen war YouTube irgendwie, so sehe ich das zumindest bei mir in den Charts, für knapp 10 Stunden mehr oder weniger ausgesetzt. Manche werden sich gefreut haben und ich hoffe, dass jetzt alles sichtbar ist. Grüße Sie und grüße euch. Ist vielleicht alles eine Illusion? Das hier ist zumindest mal eine Spiegelung, eine Halospiegelung auf über 2000 Meter Höhe in Kühtai in Tirol. Danke, Gerd, für diese sensationelle Aufnahme. Hier ist der Winter definitiv eingezogen. Der wird da natürlich auch bleiben. Und da wird in der nächsten Zeit so viel Schnee runterkommen. Und ist es eine Illusion, dass wir in der nächsten Woche, also nach Monatsmitte, auch Winterwetter bekommen? Zumindest mal im höheren Flachland. Bevor wir dahin schauen, blicken wir mal zurück auf den Januar bisher bis zum 9., was die Sonnenscheindauer angeht. In Prozent 27% hat es gegeben, im Süden etwas, im Norden etwas, in der Mitte relativ wenig. Jetzt vergleichen wir das mal mit dem Gesamtjanuar des vergangenen Jahres, der auf 91% kam. Da hatten wir auch im Norden und im Süden die Sonne, in der Mitte so gut wie gar nichts. Bleiben wir bei den Niederschlägen. Letztes Jahr gab es im Januar knapp 100% des Niederschlagsolls, hauptsächlich in der Mitte, nach Norden zu weniger und im Süden weniger. Und in diesem Jahr sieht es anders aus. Da haben wir bisher knapp 40%. Im Norden war es ziemlich nass, im Südosten so gut wie gar nicht. Da wird in der nächsten Zeit aber auch einiges an Regen und Schnee runterkommen. Und dann die Temperaturkurve. Auch das ist der Januar 2022 mit diesem gigantisch milden Start. Und dann taumelten wir hier so wogenmäßig bis Ende des Monats rum und blieben immer überdurchschnittlich. Das ist ja noch gar nichts im Vergleich zu 2023, wo der Januar noch wesentlich wärmer gestartet ist und eigentlich gar keinen Abfall hat. Der kommt erst nach dem 15. Und es ist noch zweifelhaft, das war der Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells von gestern. Das wird wahrscheinlich noch runtergehen. Auf jeden Fall verbleiben wir nach diesen Läufen auch über dem langjährigen Mittel und kämen am Schluss immer noch bei Rekordwerten aus. Der Januar ist, wenn es nicht kälter und winterlich wird, definitiv auf einem deutlichen Rekordkurs. Kommen wir zum Januar noch einmal mit anderen Zahlen. Das sieht irgendwie so schick aus. 7,77. Das ist das Mittel des Januars bis einschließlich zum 9. Und wenn wir das mal ummünzen auf das langjährige Mittel und wäre der Januar schon zu Ende, dann wären wir hier. Das ist schon irre warm. Es wird aber ein bisschen gestutzt, vor allen Dingen ab Montag. Gehen wir kurz auf die Niederschlagssummen ein, die noch runterkommen sollen in den kommenden rund 2 Wochen. Nach dem sogenannten Zwölferlauf von gestern Abend im Nordosten 30 Liter, im Sauerland, Hochsauerland, Winterberg, Altastenberg hier um den Kahlen Asten herum 100 und die Ruhrquelle 185 Liter auf den Quadratmeter. Damit würde der Januar deutlich zu nass ausfallen. Und der sogenannte 18er Lauf von heute Nacht hat weniger Niederschlag gebracht im Osten. Mindestens 15 Liter, im Hochsauerland weiter 150 Liter. Und es besteht nach wie vor im Westen eine gewisse Hochwassergefahr. Da kommt jetzt nichts Brachiales. Oder wenn man das auch vergleicht mit der Flut, die es vorletztes Jahr gegeben hat. Das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Und so ein Drama wird es auch nicht geben, sondern das wäre ein stinknormales Winterhochwasser aufgrund einer Westlage, die allerdings zu Ende gehen wird. Schauen wir ganz kurz nochmal, das haben wir gestern Abend schon gemacht, auf das europäische ECMWF-Modell, was von diesen Niederschlägen in den nächsten 10 Tagen als Schnee runterkommen soll. Das wäre einiges, und zwar deutschlandweit, aber dieses Modell ist ja mal sehr, sehr offensiv, was die Niederschläge als Schnee angeht. Wobei das amerikanische GFS-Modell jetzt auch mitzieht in den westlichen Mittelgebirgen, überhaupt in den Mittelgebirgen und im Süden Deutschlands. Vor allen Dingen in den Alpen würde es weiß werden. Und im Hintergrund, das Bild in Kühtai, da kommt Schnee, Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Und wenn das so kommt, wie es die Wettermodelle berechnen, dann haben wir eher Lawinengefahr in den Alpen als Schneemangel. Die Niederschläge, die es gestern gegeben hat, im Nordwesten kam ein bisschen was dazu, war nicht so viel. Tiefstwerte in Reit im Winkel, minus 4 Grad, auf der See plus 6 Grad. Höchstwerte, oberes Erzgebirge, 1 Grad, Messstetten, Schwäbische Alb, 2 Grad gerundet. Die Höchstwerte wurden aber noch in der Nacht erreicht. Im Laufe des Tages wurde sogar kälter. Im Westen gab es einen Wert mit 11 Grad. Ansonsten war bei 9,8 Grad Schluss, also gerundet 10 Grad. Die Wetterlage, mit der wir es in der kommenden Nacht zu tun haben, da ist sie wieder, die 552er, der Jetstream, der genau über Deutschland verläuft, dann nach Norden und Nordosten umbiegt. Die isobaren Drängungen, die liniengleichen Luftdruck sind gestaucht.
Das bedeutet, hier findet der Luftdruckaustausch in Form von Wind statt. Die Temperaturen gehen kurz zurück, dann gehen sie rauf, dann gehen sie wieder zurück. Also so ein Hin und Her auf sehr hohem Niveau, auch niederschlagsreich. Am Sonntag sind wir immer noch in dieser milden Linie, aber die hochreichende Kaltluft rückt sehr nahe heran. Und dafür birgt sich eine Kaltfront, die am Sonntag jetzt früher kommen wird als ursprünglich mal geplant. Das amerikanische GFS-Modell ist gut in der Mitte. Das deutsche Icon beispielsweise ist da ein bisschen schneller mit der Kaltfront. Noch wären wir am Sonntag hier mit der kleinen Föhnblase, aber in milder Luft, dann käme die kältere Luft. Und spannend, wirklich spannend, wird es dann in der nächsten Woche, wenn wir in den sogenannten Höhentrog kommen. Das ist hier ein riesiger Sack an kalter Luft. Schön bunt das Ganze. Da haben wir das sehr stabile Höhenhoch. Hier in Rot das Geopotenzial in 5,5 Kilometer Höhe und hier genau das Gegenteil. Und wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen vorstellen, dann haben wir hier einen kräftigen Berg, der da auf dem Atlantik liegt. Das ist dieses Hoch. Und auf der anderen Seite das Tal. Und das geht dann so richtig runter. Und im Bereich dieses Tals mit hochreichender Kaltluft geht die Post ab. Graupelgewitter, Wintergewitter mit Schnee. Regen wird da gar nicht mehr so viel dabei sein. Auf jeden Fall minus 35 Grad in 5,5 Kilometer Höhe. Da geht die Luzi ordentlich ab. Bei Temperaturen von so um die minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe, oberhalb von 300 Meter Höhe, bleibt der Schnee auch liegen. Und da hast du dann Schneeschauer und Graupelgewitter, wenn da die Lage so kommt. Da siehst du die Hand vor Augen nicht und dann reißt es wieder auf, im Prinzip wie im April. Nochmal, spannende Lage. Heute haben wir eine Regenfront, die liegt am Vormittag noch diagonal über der Mitte Deutschlands, zieht am Nachmittag weiter, aber langsam nach Südosten. Dahinter reißt es auf, die Sonne kommt heraus, es folgen noch einzelne Schauer. Im Südosten Österreichs scheint auch noch die Sonne. Dazu haben wir starken bis stürmischen Wind aus südwestlichen, später westlichen, dann wieder südwestlichen Richtungen. Nach der Front flaut der Wind im Nordwesten ein bisschen ab und lebt bis zum Abend wieder auf. Die Höchstwerte liegen im Osten bei 3 bis 6, sonst bei 7 bis 12 Grad. Hat logischerweise mit Winter nichts zu tun. Morgen kommt ein Windfeld herangezogen. Das liegt in den Frühstunden noch auf der Nordsee und zieht dann über die Benelux-Länder nach Deutschland rein, über den Westen und Norden Deutschlands mit Spitzenböen, anfangs von bis zu 100, dann von über 80 Kilometer pro Stunde und schwächt sich zum Nachmittag ab. Es wird aber überall ordentlich rappeln. Und im Bereich des Regens haben wir Aquaplaningefahr, schlechte Sicht durch Gischt, reißenden Seitenwind, ziemlich unangenehm das Ganze. Die Regenfront liegt am Vormittag noch über dem Norden, zieht dann im Laufe des Tages weiter nach Osten und nördlich von Main und Mosel regnet es immer wieder. In Nordfriesland, rund um Flensburg, da lockert es mal kurz auf, ebenso im äußersten Süden. Der Wind, den haben wir gesehen, da mache ich jetzt nur wenige Pfeile, kommt aus südwestlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 11 im Nordwesten. Im Warmluftsektor wird es im Laufe des Tages milder bei 9 bis 13 Grad. Das hat wieder so einen Tuch von Frühlingsluft. Am Freitag kommt das nächste Windfeld rund um die Nordsee herangezogen. Ganz Deutschland ist im Prinzip im richtigen Wind wieder mal drin. Anfangs mit Regen im Südosten und im äußersten Nordwesten. Im Laufe des Tages zieht das ab. Dahinter verbirgt sich eine Kaltfront und die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf 600 Meter Höhe im Sauerland und 1000 Meter Höhe in den Tauern. Dazwischen kommt mal die Sonne zum Zuge. Der Wind aus West bis Südwest. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Am Nachmittag gehen die Werte ein bisschen zurück. Am Samstag, da kommt schon wieder ein Windfeld herangezogen. Das sind alles Windfelder, da wird auch stürmischer Wind, aber das ist nichts Brachiales, das alles umnietet. Es ist nur sehr rappelig und eben unangenehm. Zieht am Nachmittag im Westen auf, bei einer neuen Regenfront, die reingegrätscht kommt, nach Osten zu Wolkenfelder und Sonnenschein, der Wind aus vornehmlich südlichen, später südwestlichen Richtungen. In den östlichen Mittelgebirgen sind es 3, in den südlichen Niederlanden bis zu 12 Grad. Der große Rest ist mit 5 bis 10 Grad dabei. Spannend wird es dann am Sonntag. Nächstes Windfeld, klar, aber da kommt das Tief reingezogen mit der hochreichenden Kaltluft. Der Unterschied beispielsweise zwischen Warmluftsektor und Kaltluftsektor ist im Warmluftsektor, wenn es dann auch mal nur wenig regnet oder nur nieselt oder trocken ist, dann ist das ein gleichmäßig fauchender und raunender Wind, wo die Bäume so richtig schaukeln. Und wenn wir im Kaltluftsektor sind, dann ist das so ein Gerappel, immer mal ganz böig, der Wind und nicht so gleichmäßig.
Also, da kommt dann der Kaltluftsektor heran im Laufe des Sonntags, von Nordwesten die Kaltfront. Im Südosten anfangs noch Sonne, dann die Front. Schneefallgrenze sinkt bis zur Abenddämmerung auf 400 bis 1200 Meter Höhe. Im Nordwesten folgen die Gewitter, teils sogar Graupelgewitter. Im Nordosten zeigt sich noch die Sonne, der Wind noch aus südwestlichen Richtungen bei Höchstwerten, gehen wir kurz zurück, 7 bis 13 Grad, im Nordwesten hinter der Front, hinter der Kaltfront noch 3 bis 8 Grad. Dann habe ich mir überlegt, wie stelle ich das denn da, was da am Montag, Dienstag und Mittwoch passiert? Nehmen wir doch einfach den direkten Modelloutput. Alle drei Tage bringen ganz grob zwischen 0 und 8 oder minus 1 bis plus 7 plus 8 Grad. Am Montag starten wir am Vormittag noch mit einem satten Schneefallgebiet in weiten Teilen Österreichs. Sonst sind im Südosten Schneeschauer dabei, dahinter lockert es auf. Am späteren Nachmittag und gegen Abend kommt eine satte Schnee- und Schneeregenfront von Nordwesten hereingezogen. Die bis zu den Frühstunden am Dienstag dann vor allen Dingen hier in die Mitte und in den Süden zieht. In tiefen Lagen ist es Regen, sonst Schnee. Von der See her folgen Graupel- und Schneegewitter. Am Mittag haben wir dann am Dienstag, Stand der Dinge derzeit, im Süden immer wieder Schneefälle, ebenso im Alpenraum, vor allen Dingen in den Westalpen. Sonst folgen noch ein paar Schauer. Und am Mittwoch geht es so weiter mit Sonne, Wolken und ein paar Schauern, die meisten im Nordwesten. Wir liegen an der Trogachse. Bedeutet, wenn wir uns den Trog, diesen Sack vorstellen, hat er eine Achse in der Mitte. Und die verläuft im Prinzip genau über Deutschland. Liegt die ein bisschen weiter im Osten, sind wir in kälterer Luft und alles ballert gegen die Alpen. Liegt die ein bisschen weiter im Westen, kommen wir auf die sogenannte Vorderseite und das kann föhnig sein. Das ist noch alles nicht in Stein gemeißelt, nur momentan die Richtung, in die es wohl gehen soll. Das Ensemble für die Mitte Deutschlands. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, genau, das Mittel aller Berechnungen. Und der Hauptlauf, den wir gerade behandelt haben, ist in hellgrün und der ist mit der weißen Linie auf Linie. Bedeutet, die Prognose passt so einigermaßen nach dem Stand der Modelldinge derzeit. Unten die Niederschlagssignale und wir kommen eben in unterdurchschnittliche Temperaturen. Und wenn wir das jetzt auf die 2 Meter Temperaturen ummünzen mit den Niederschlägen, die theoretisch als Schnee fallen, aha, da ist aber ein bisschen was im Busch. Das ist für den Norden Deutschlands. Die Temperaturen liegen dann bei knapp über 0 Grad. Nachts gibt es auch mal Frost. Und da kommen vermehrt nach Monatsmitte Niederschläge auf, die mal als Schnee niedergehen. Das heißt nicht, dass es jetzt die große Einwinterung gibt und dann über Wochen kalt wird. Aber es wird eben mal nasskalt und nachts kann es dann eine Schneedecke geben. Im Westen ein ähnliches Spiel. Hier nach wie vor sehr niederschlagsreich. Wir erinnern uns an das Hochsauerland mit den hohen Werten. Der Hauptlauf hier in hellgrün ist gut eingebettet in die anderen Läufe und auch hier gehen die Temperaturen runter. Im Osten, Niederschläge sind ebenfalls vorhanden, Temperaturen gehen in den nasskalten Bereich. Davon sind auch einige als Schnee, der nicht lange liegen bleiben wird, weil es einfach noch zu warm ist. Und dann im Süden Deutschlands, wo wir in der gesamten Fläche ja höher sind, gehen wir in den nasskalten Winterbereich, tagsüber um die 0 Grad, nachts Frost, tagsüber leichte Plusgrade. Dann viele Niederschläge, die gegen die Alpen brettern und die meisten davon werden wohl als Schnee niedergehen. Bedeutet, die Mittelgebirge, das höhere Alpenvorland und der Alpenrand und die Nordalpen werden nach dem Stand der Dinge von den Wettermodellen derzeit sehr, sehr viel Schnee bekommen.